So. Es müsste wieder alles mehr oder weniger beisammen sein. Ich erzähle aber noch einmal den Link. Ich bin immer noch nicht drum rumgekommen, diese Bilder fertig zu machen. Elendes Büchereienmalen. Was habe ich mir nur gedacht, als ich das hier angefangen habe? Ach ja, genau. Ich erinnere daran, das hier ist das Original. Wir überarbeiten hier mal alte Bilder. Ich weiß noch, dass ich dieses Bild damals echt, echt gerne mochte. Deswegen ist das ein kleines bisschen unfreiwillig witzig. Ich war mal stolz hier drauf. Wie mein Zimmer lassen sich Bilder auch einfach nicht dazu erziehen, sich selbst fertig zu machen. Ganz furchtbar. Ich sag euch, die Dinger sind sowas von lernresistent. Man sollte meinen, dass sie irgendwann erwachsen werden, aber nein, die stellen sich für immer weiter an. Immer wollen die ihre Sonderbehandlungen. Kunstmann. Schauen wir mal. Ist jetzt natürlich in der Ebene ein bisschen weiter runter. Die ist schon wieder so zicken. Los, Ebenen, fahrt. Fahrt runter. Sehr schön.
So. Ich muss endlich mal gucken, dass ich mir neue Musik besorge oder einfach damit lebe, dass eventuell meine Stimme drauf geht. Nein. Hat eigentlich nichts gemacht. Das ist gut. Denn ich möchte endlich mal wieder ein bisschen andere Musik hören, während ich arbeite. Wird man doch irre. Irre, sage ich euch. So. Ich finde, ihre Augen sollten auch braun sein. Das scheint mir deutlich logischer als fast alles andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass man braune Haare hat und dann auch braune Augen, ist halt sehr hoch. Ich fand das auch mal sehr unterhaltsam, so ein Post auf Tumblr. Ja, was wäre, wenn Leute die gleiche Haarfarbe haben, wie sie Augenfarbe haben? Alle braunäugigen Menschen seufzten. Was wäre, wenn Menschen die gleichen Augenfarben hätten, wie sie Haarfarbe haben? Alle braunhaarigen Menschen seufzend. Es ist halt. Es ist nicht hässlich. Ich mag meine dunklen Haare. Aber es ist halt auch nicht so spannend. Mit blonden Haaren kann man so viel coole Sachen anfangen. Und dann sitzt man da als Braunhaariger und denkt sich so: Ja, wäre schon ganz witzig. Tja. Schon, ich wäre hier allein. Nee, ich hab, also wenn man drauf geachtet hat, hier sind überraschend viele Leute brav online geblieben. Braune Haare sind viel schöner. Aber ja, schöner. Auch es gibt auch eine ganze Menge andere schöne Farben, die man als Haarfarbe tragen kann. Ich habe zum Beispiel momentan mal rot gefärbte Haare. Das wird sich aber relativ zeitnah wieder mal ändern. Nicht, dass ich der große Meister des Haarfärben wäre, aber ne, letztes Jahr habe ich mir mal die Haare blondiert zum ersten Mal in meinem Leben und das muss man dann auch ausnutzen, solange man es hat. Na da. Thank you.
Dafür haben braunhaarige Augenbrauen. Jo. Wow, die YouTube-App hat es tatsächlich mal geschafft, mir Bescheid zu geben, dass du streamst. Aber erst beim zweiten Stream. Plus, minus, null. Wir verbessern uns, scheinbar. Ach, was mache ich denn da? Da haben wir das Richtige. Ich habe gesehen, da ist ein Stream. Gut, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, von deinem Stream zu erfahren. Ich versuche mein Bestes. 6 Zuschauer, 4 Likes. Ein bisschen mehr Einsatz, bitte. Ihr habt den Mann gehört. Er hat schließlich immer recht. Immer, wenn ich das sage. Aber ich gebe an dieser Stelle zu bedenken, wenn man hellere Haare hat als ein schönes Dunkelbraun, kann man seine Augenbrauen leichter färben, als ich mit dunklen Haaren meine Haare heller kriege. Das eine kostet 10 Euro und 15 Minuten, das andere sehr, sehr viel mehr und sehr viel mehr Zeit auch. Ich darf nur einmal liken. Verdammt! Fake Accounts, Leute! Fake Accounts! Ich brauche mehr Bots. Ach, warte, ich brauche überhaupt mal den Discord-Bot. Bot. Wie auch immer ich das hinkriege, das ist echt wie verhext. Irgendwann finde ich raus, wie es geht, und dann werde ich sehr erstaunt sein, vermute ich. Jetzt schon wieder endlich wieder bei diesem Fun-Part des Zeichnens.
Schatten. Ich darf einmal. Hallo, Mod-Kandidat. Okay. Können wir gerne später oder heute vielleicht nicht mehr, aber generell, wer Lust hat, für mich generell Moderationsrechte zu kriegen und wofür uns überhaupt, kann mich gerne morgen ansprechen. Okay, ihr könnt mich heute ansprechen, aber ich werde eher morgen antworten. Ich freue mich nämlich sehr, da Leute zu haben, auf die man sich ein bisschen verlassen kann. Momentan erfüllt der Wurm diesen Zweck häufig, aber da der Wurm und ich ja gleichzeitig häufig streamen, nicht immer, aber immer wieder, freue ich mich da natürlich sehr, wenn wir da Leute finden, die sich für diese Aufgabe einfach so aufopfern. Weil seien wir ehrlich, ihr kriegt dafür Liebe. Kriegt Liebe. Kriegt sehr viel Liebe, weil ihr könnt euch von der Liebe wahrscheinlich nicht direkt was kaufen. Denn ihr habt eine interessante Geldwechsel gefunden. Was mache ich da? Selection, Invent, Selection. Erase. Falsche Ebene. Ich sollte schon die Schattenebene nehmen. Liebe reicht. Sehr gut. Ich dachte, wir hätten das angeboten. Nicht so offiziell oder sowas, aber. Pff. Ich meine, im Zweifelsfall habe ich ja offenbar einen sehr, sehr gut erzogenen Chat. Wenn die Hälfte aus Moderatoren besteht, muss man sich ja wenig Sorgen machen. Nee, aber ernsthaft, ich würde vorschlagen, alle Leute, die daran Interesse haben, weil, seien wir mal ehrlich, irgendjemand kann auch immer mal nicht. Dann reden wir da einfach mal die Tage ein bisschen drüber. Ich werde zwar jetzt demnächst ein paar etwas hektische Wochen haben, aber davon abgesehen freue ich mich sehr, da Leute zu finden, die dem Wurm und mir, weil, seien wir mal ehrlich, ihr werdet wahrscheinlich Multimoderator, ein bisschen helfen mögen. Wir freuen uns sehr. Ist schon wieder die falsche Farbe. Goddammit. Mir reicht auch schon Hass. Hass ist so anstrengend. Ich gebe zu, Hass vergebe ich nur äußerst selten. Dafür muss man halt wirklich arbeiten. Multi-Eichhorn. Ich sehe gerade einfach so ein Chimären-Eichhörnchen mit drei Köpfen. Ich mag diese Vorstellung. Sehr viele Eichhörnchenköpfe auf einem Eichhörnchenkörper.
Ich mag Bilder, die so schön einfach aufgebaut sind. Bin lange nicht mehr dazu gekommen, ein so simpel koloriertes Bild zu machen. Ich meine, ich mag auch meine aufwendigen Bilder, deswegen ist das jetzt keine Beschwerde oder der Aufruf, mir unbedingt simple Bilder immer aufzugeben. Aber ich merke einfach gerade, wie lange ich sowas nicht gemacht habe. Oder Schwänze wie bei den japanischen Füchsen. Nein, das ist zu elegant. Drei Köpfe ist viel dümmer. Und ja, der Vorschlag wurde nicht abgelehnt, weil er schlecht ist, sondern einfach nur, weil die Albernheit nicht reicht. Immer super irritierend, wenn man sein Bild gespiegelt hat und sich dann auf der Navigation bewegen möchte und dann merkt, dass ja alles gespiegelt ist, wenn man es in der Navigation in die andere Richtung bewegt. Wieder falsch. Goddammit. Wie es mich heute abfuckt. Kitsune, jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Es gibt sogar eine koreanische Version davon. Die sind aber immer böse. Ich müsste den Namen nochmal nachnehmen. Ich glaube Kuhumi oder sowas. Falls irgendjemand hier Koreaner ist oder Koreanisch spricht. Verzeihung. Ich werde das garantiert nicht richtig ausgesprochen haben, aber sowas von nicht. Brummel. Na, langsam wird das doch. So, ich komme jetzt auch an den Punkt, an dem ich nicht weiß, was ich im Bild noch viel machen will.
Könnt ja noch mit Licht rumspielen. Immer noch ein kleines bisschen am Rumschnupfen. Aber wenigstens geht es mir nicht so schlecht wie meinem Freund. Der arme Mann muss jetzt an der Doktorarbeit schreiben. Und ist auch noch ein bisschen krank. So ein Blödsinn. Beim dreiköpfigen Eichhörn ist es sicher auch ein böser Kopf dabei. Ja. Also wenn schon, müssen wir die Dreifaltigkeit machen. Schwierigste bei solchen Stilen ist tatsächlich nicht overboard zu gehen mit dem Details, sondern sich zurückzuhalten. Das ist so viel schwieriger, als ihr meinen würdet. Ich denke mir die ganze Zeit so, boah, da könnte ich ja noch ein bisschen das und das machen. Aber nein, sieht da nicht aus. Männer trifft einen Schnupfen besonders hart. Bekanntlich. Wobei ich kenne ein paar Frauen, die definitiv Männergrippen erleiden. Erwiesenermaßen. Wollen wir doch mal sehen. Witzig. Zu rot noch.
Okay. Effektlichte für mehr Licht und mehr Effekt. Bam. Dass überhaupt noch Zeit für die Zukunft plant, ist ein Wunder. Ja, wahrscheinlich schon. Ich wünschte, er dürfte einfach so mal nichts machen. Aber momentan muss ich gemein zu ihm sein. Tut mir ja auch weh, ihm zu sagen, dass da noch mehr Arbeit reinstecken kann. Schnupf, schnupf. Wisst ihr, was das Schlimmste daran ist, dass ich Licht angefangen habe? Ich muss es durchziehen. Ich muss mal gucken, ob das noch Sinn macht.
Glow, glow, glow. All the glow. Viel mehr, viel mehr, viel mehr glow. Sowas von viel glow. Alles glowing away. Ich bin jetzt gerade nur dabei, das auszutesten. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das hier vernünftig hinterher aussieht. Vielleicht kritze ich hier die ganze Zeit rum und es lohnt sich gar nicht mal. Ich hoffe echt, das lohnt sich. Glow, 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 add glow. Ja doch, ja doch. Wer braucht schon gut gezogene Kreise? Ich nicht. Es ist sowieso eine Ellipse. Ja, aber ich, die habe ich auch zu manipuliert, als dass es noch eine ganz korrekte ist, aber egal. Da geht doch noch was.
zu blass. Schon eher. Du, mein Rechner möchte, dass ich demnächst aufhöre. Denn er teilt mir gerade mit, dass er lange braucht für Dinge, die nicht lange dauern sollten. Oh je. Wie man einen Zeichner zum Schützen bringt. Schläft zur Musik ein. Kann ich verstehen. Ich habe mir extra durchaus ruhigere Musik ausgesucht, weil wenn es zu ablenkend ist, dann höre ich der Musik zu und arbeite nicht mehr. Witziger Effekt? Keiner, den ich brauche, aber witzig. Ja, der gefällt mir ziemlich gut. Antiklimaktisch. Mehr Patrons, damit sie sich das auch leisten kann. Ja, das wäre schön. Stärkerer Prozessor, bessere Grafikkarte, SSD, bessere Kühlung, Problem solved. Gebt mir dafür, keine Ahnung, 2 Jahre. Aber ja, informiert eure Großmutter, dass sie mich auf Patreon unterstützt für mehr Technik.
glaube, so lasse ich das jetzt auch. Sonst verhuddel ich mich nur für immer und ewig. Ich bin ja begeistert davon, wie man digital zeichnen kann, zudem es einfach ist, Fehler zu korrigieren. Allerdings, das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, warum mittlerweile die meisten professionell arbeitenden Künstler ja digital arbeiten. Nicht, weil es per se ein so viel besseres Medium ist, in dem man immer das Bessere macht. Aber wenn ich jetzt sowas sehe wie hier, ja okay, da ist halt noch ein kleiner Fehler, da habe ich mal drüber gemalt. Kann ich einfach hier Color picken und einen Strich drüber ziehen und bin fertig. Wenn ich das Ganze mit Acryl gemacht hätte, hätte ich mit den Effekten nicht rumspielen können. Das ist dann etwas, wo man sich auf seine Erfahrung verlassen muss. Sowas geht tatsächlich. Ich arbeite ja auch auf Cons selber dann sehr gerne mit traditionellen Medien. Aber wenn man etwas als Auftrag abgibt, dann muss es halt einfach gut sein. Und um einfach etwas Gutes abzuliefern, hat man sonst einfach eine zu hohe quasi Ausfallquote, während man versucht, das zu erreichen. Ich werde zum Beispiel hinterher dann auch nochmal hingehen und ein kleines bisschen Textur hier drüber ziehen, dass das alles schön zusammenpasst. Einfach nur, weil es geht. Mich nicht so viel Arbeit kostet, da nochmal mit ein bisschen Textur ranzugehen. Damit es stimmt. Das ist halt leider einfach viel wirtschaftlicher. Falls man zum Beispiel eine Empfehlung haben möchte, wer jemand ist, der traditionell arbeitet und unsäglich gut ist, Jenny Dolphin, das ist eine Dame, die unterrichtet auch als Illustratorin. Tatsächlich auch gar nicht mal so weit von mir, soweit ich das weiß. Und die macht diverse Fantasy-Illustrationen auch immer und die sind einfach der Wahnsinn. Was die mit Aquarellfarben kann, ist berauschend. Und auch sonst ist schon verdammt toll. Also ja, an dieser Stelle die Empfehlung. Johnny Dolphin ist super. Das wäre auch ein Bild, das ich mir gerammt an der Wand vorstellen könnte. Freut mich. Ich überlege mich auch definitiv, dass ich werde es mindestens als Postkarte, wenn ich noch vielleicht in einer anderen Form drucken. Weil ich freue mich auch, dieses Motiv, das ich an sich irgendwie ganz gerne habe, wieder aufgelegt zu haben. Vielleicht überarbeite ich nochmal so ein paar Details, die ich jetzt sehe. Aber es macht halt auch den Charme dieses Bildes aus, nicht zu viele Details zu haben. Insofern war es das für heute. Heute habt ihr also das komplette Bild gesehen. Alles, die Skizze bis zum komplett fertigen Bild. Mit einer halben Stunde Pause. Moment. Scroll, 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 scroll. Noch einmal quasi das Vorher-Nachher, der Unterschied von... Was? Ich gucke sogar gleich kurz nach. Das hier ist, glaube ich, noch von 2012, 13 herum. Das sind also fast 6 Jahre Lernunterschied. Und ich sage jetzt nicht, wenn ich jetzt mit Buntstiften oder sowas gearbeitet hätte, dann wäre ich natürlich von den Texturen und der Technik deutlich näher an dem hier gewesen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Outlines oder sowas hinterher mehr gezogen. Das ist dann eine Stilfrage. Aber ich sage mal so, das hier hat einfach einige Dinge, die viel besser aussehen. Die Anatomie ist zwar nicht 1:1 realistisch, sie ist aber deutlich ausgewogener und funktionsfähiger als hier. Auch das Gesicht brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und ich finde persönlich solche, wie viel habe ich gelernt, Bilder immer unglaublich toll. Was ist die Gemeinsamkeit von der Ehe und einer Handgranate? Ring weg, Haus weg. Ich hoffe, du kennst Gravity Falls. Es gibt ja eine sehr, sehr schöne Folge mit Grunkle Stan und Yeah, my wife, she misses me a lot, but her aim is... Aber hier, das kann ich nicht mehr toppen.